Willkommen Reisende, wir sind in Soulstone Survivors. Probieren heute mal Fluchstufe 2. Natürlich in dem auf der Weihnachtsmap. Gucken, dass wir gut schnell Level voranbekommen. Um hinterher dann noch vielleicht oder in der nächsten Folge dann den Overlord-Modus Stufe 1 und 2 zu schaffen. Um einen Erfolg zu bekommen und dadurch auch einen neuen Charakter. Also hoffen wir mal, dass jetzt hier genug Gegner kommen, dass wir gut schnell aufsteigen können. Und dass wir auch ein bisschen Lootglück haben, das ist ja die Hauptsache. Der Rest ist ja gar nicht so schlimm. Das Wichtigste ist einfach nur Lootglück und sehr viele Gegner, damit wir schnell aufsteigen können. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, was ich meine mit Lootglück. Das hat ja mal richtig gescheppert an Schaden, den wir rausgehauen haben. Ja, die sterben am Anfang echt langsam. Giftbombe. So. Direkt das erste, was gut reinknallt. Die bekommen Schaden und werden vergiftet, wenn sie es überleben sollten. Wir müssen nur immer aufpassen auf den roten Kreis. Machen uns jetzt am besten auch schon mal schneller. Da kommt nämlich immer ein Meteorit von oben. Ah, die Giftbombe ist richtig gut. Die hat, glaube ich, auch noch einen Nacheffekt. Solange sie auf dem Boden ist. Doppelslash ein bisschen erhöhen hier. Da haben wir jetzt hier zwei kleine Elite-Gegner. Ah, jetzt geht das mit dem Loot los. Ja, müssen wir tauschen, dann bleibt nichts anderes übrig. Wir müssten ja schneller aufsteigen können. Da es ja mehr Gegner und auch mehr Elite-Gegner sind. Wie auf Fluchstufe 1. So. Mal den Einsammelradius erhöhen. Ach, wir haben jetzt echt gar kein Lootglück, oder wie? So müssen wir die ganzen Fähigkeiten alle austauschen. Und die Gegner sind alle so weit verstreut. Können die sich nicht einfach mal sammeln zum Sterben? So alle in eine Reihe aufstellen, das wäre schön. So, den Slasher aufwerten. Donnerschlag, immerhin eine. Oh, wir hätten giftiges Blut nehmen sollen. Das wäre besser gewesen. Oh, so wenig Gegner. Dann dauert das doch alles schon wieder viel zu lange. So, hier ist Magier. Oh, viel zu wenig Gegner. So. Split. Oh, wir haben gar kein Glück. Da ist der erste Boss. Der kam jetzt aber relativ schnell. So, der ist dann tot. Mehrfachwirkung, Big Bombe, Kettenblitz, gut. Dann kommt die Streubombe weg. Weil der Kettenblitz bringt uns bei vielen Gegnern echt mehr. Expansiv. Aber erst bei 3 Minuten 10 oder so kam der Boss, das viel zu langsam. Dabei spielen wir jetzt schon extra auf Fluch Level 2.
So, Blitzschlag. Tauschen wir damit. Super, ich bin irgendwo hängen geblieben. Also das hier in der kleinen Nische zu kämpfen ist schon gut. Aber nicht so gut ist, dass man dann hier andauernd hängen bleibt. Aber hier sammeln sich wenigstens dann die Gegner. Ja, verlangsamen wollen wir sie nicht. Wir erhöhen die Chance, Verbrennen auszulösen. So, Mehrfachwirkung. Davon nehmen wir nichts. Mehrfachwirkung des Typs Schwingen. Ah, okay. Da war ein Selbstmordattentäter. Der hat uns ein bisschen zurückgeworfen. Aber naja. Nicht weiter schlimm. Da ist wieder einer. Oh, hier die mit den Fässern. Da müssen wir echt drauf aufpassen. Die sind nämlich schon etwas nervig. So. Nehmen das hier. Widerstandsfähigkeit erhöhen. Hier mal ein bisschen einsammeln. Ja, davon brauchen wir nichts. Nur das. Ach, wir machen noch viel zu wenig Schaden. So, wo ist er denn? Ah, da ist er. Oh, wir brauchen unbedingt auch noch einen Sprint. Die laden sich zwar schnell auf, aber... Ja, was ist denn das jetzt hier? Nö, da will ich lang. So, Schockwelle ist nicht das Richtige, was wir suchen. So, das, das. Jetzt hier mal wieder sammeln. Oh Gott, sind wir langsam. Ah, gib mir doch nicht Schockwelle. Oh, hier liegen noch ein paar Erfahrungspunkte rum. Schwächen aufdecken. Wie? Also, ob das jetzt mehr sind als auf Fluch Level 1? Weiß ja nicht. Es sind nur jetzt halt doppelt so viele von den Elite-Gegnern, aber... Und die mit den Explosionsfässern, aber... Gerade mehr sind es jetzt ja nicht. Donnergrollen, ja. Ah, das tauschen wir aus. Ich glaube, das hier. So, sieht doch schon wieder ein bisschen besser aus. Jetzt brauchen wir noch die freigeschaltete Fähigkeit. Das wäre sehr gut. Weil damit lief es letzte Runde echt gut. Wo wir probiert haben, Unendlichkeitsmodus
zu schaffen. Also bis zum Unendlichkeitsmodus lief es gut und dann ja irgendwie nicht. Boah, ich hänge schon wieder in dem Baum. Ah, hier, da ist der Eisfatzke. Nee, Schöpfer ist das nicht. Rüstung. Ja, fall doch mal tot um. Danke. Ah, 7,5 Minuten und er ist der dritte Boss. Also, das muss man. Schafft man bestimmt nur auf Fluchlevel 7. Unter 8 Minuten zu kommen. Es dauert ganz schön hier, dass die Gegner kommen. Weil es sind irgendwie viel zu wenig. Davon brauchen wir nichts. Mehrfachwirkung. Und ich dachte, hier war eben ein Gegner. So. Also das Beste ist natürlich der Kettenblitz. Der hat so einen gut großen Radius. Aber sonst weiterer Sprint wäre schon mal gut. Oh nee. Weil sonst ist es sehr schwer, aus diesen Fähigkeiten rauszukommen. Ja Gott, die ist ja immer noch nicht tot. Was soll denn das? Die nicht sterben. Kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt liegt hier überall Gift rum, das nicht meins ist. Ah, guck mal, hier alle in einem Haufen. So muss das. Aber wie gesagt, das Spiel ist richtig gut. Schön farbig. Man sieht die Effekte richtig gut. Es ist gut schwer. Man kann es sich ja immer noch schwerer machen. Was richtig gut ist. Weil viele Charaktere haben ja negative Eigenschaften. Und die Waffen haben dann noch negative Eigenschaften. Das Fluchlevel, was sich ja immer erhöht, also was man erhöhen kann, um es noch schwieriger zu machen. Dann gibt es ja den Unendlichkeitsmodus, der ist einfach nur zum Farmen. Und dann gibt es ja noch den Overlord-Modus, wo wir ja hinwollen. Man weiß ich auch gar nicht, wie viele Stufen es gibt, zum Beispiel. Weil da wird ja jede Stufe, also in der ersten kommen schon zwei Bosse immer gleichzeitig. Und noch mehr Gegner und mehr Elite-Gegner. Bluten. Erzeugen wir Bluten? Ach nee, das erzeugt Bluten. Haha, falsch gelesen. So, angeblich ist ein Boss aufgetaucht. Wo ist er denn? Oder? Da unten. Nein, nein. Oh, ich habe keinen Sprint gehabt. Aber mehr Glück als alles andere. Gott, wir sind so schwach. Oh, und gleich mausetot. Ich habe nur zwei Sprints. Wir brauchen einen Sprint. Boah. Da ist das mit den Bäumen echt nicht so gut.
Ach, guck mal, wir sind fertig. Okay. Aber unsere... Warum sind unsere Fähigkeiten denn jetzt noch niedriger als beim letzten Versuch? Dann waren es echt nicht mehr Gegner, wa? Boah, so schaffen wir doch Overlord-Modus im Leben nicht, oder? Und wir sind 10 Sekunden langsamer gewesen. Müssen wir mal gucken, ob wir die hier vielleicht noch austauschen, wenn wir eine andere bekommen. Obwohl, in einer Linie, sehr große Entfernung. Donnergrollen, Kettenblitz. Ja, nee, die sind ja eigentlich gut. Aber, naja, sehr niedrig. Ich glaube nicht, dass wir so den Overlord-Modus ansatzweise überleben. Ich habe irgendwas freigeschaltet. Gewinne ein... Was? Oh Gott, so schnell konnte das doch keiner lesen. Wir haben ein Achievement bekommen. Und wieder eine Fähigkeit freigeschaltet. Ich glaube für Runen. Achso, ja, jetzt kommen ja nur so normale Gegner. Können wir auch einfach hier stehen bleiben. So. Wir bewegen uns einfach erst, wenn die Magier kommen. Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen Gift. Oh, Meteorit. Da müssen wir natürlich ausweichen. Legendäre Schadenserhöhung. Das nehmen wir natürlich mit. So, kleines Stück bewegt. Das hier ist eigentlich nämlich super gut. Schockwelle. Zerstörung. Oh Gott. Weil damit senden wir kreisum Schaden. Aber lohnt sich dafür, den Blitzschlag aufzugeben? Also er macht fast doppelt so viel Schaden jetzt schon. 2, 4 Sekunden. Donnerschlag. Ja, nee, der macht 3000 Schaden. Den behalten wir mal lieber. Weil der schießt ja irgendwo hin. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir bei uns in der Nähe den Schaden verursachen, direkt um uns herum. Ja, wir testen es. Oh, es kommen Magier, wir können uns bewegen. Können wir mal ein paar grüne Kristalle einsammeln. Na guck mal, schön viele Gegner. Also in diesem Overlord-Modus ist das einfacher zu leveln. Aber wenn wir wieder den Boss bekommen, der sich wie ein Flammenwerfer verhält, wird das schwierig. Oh nee, es kommt der erste Boss. Also die ersten beiden Bosse. So. Ja, dann erhöhen wir mal lieber unser Leben. Da ist der eine. Oh nein. Oh ja, super. Oh, wir haben nur 2 Sprints. Nein, nein, nein. Letztes Mal bin ich in seinen Laser reingelaufen. Das war nicht so gut. Oh Gott. Irgendwas zum Heilen wäre ja gut.
Oh Gott, wir sind gleich mausetot. Boah. Ja, schön und gut, dass sie da oben hocken. Ist mir aber gerade egal. Boah, ja, nee. Super. Also mit nur zwei Sprints ist das super schwer. Ja, wir können es ja nochmal probieren. Ach so, warte, wir können ja dann auch einfach. Ja. Gucken, wir haben ja noch eine Rune freigeschaltet. Die da. Dash-Kontrolle erhöht deine Dash-Geschwindigkeit um 50%, wodurch du eine längere Strecke zurücklegst. Kosten eine Runenkraft. Oh ja, hier, nehmen wir direkt mit. Hier haben wir noch was. Fähigkeit Kontrolle Slam. Fügt bis zu 6 zufällige aktive Fähigkeiten des Typs Slam auf, die deine Spielfigur sonst keinen Zugriff hätte, zum Fähigkeitenpool hinzu. Das nehmen wir auch mit. So. Da. Und probieren wir nämlich jetzt Fluch Level 3. Ja, Heilung weniger, Kobolde, mehr Elite-Gegner, das ist immer gut. Ja, die Anzahl. Warte mal, steigert die Anzahl der Lords der Leere, die gleichzeitig spawnen, um ein. Oh Gott, dann kommen jetzt immer zwei Bosse. Obwohl, dann können wir. Und die haben 360% mehr Leben. Oh, 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 oh. Oh, oh, was ist das denn? Ein Metall, aus dem Waffen geschmiedet werden, kann in den folgenden Karten gefunden werden. Die gefrorene Einöde. Cool. Ja, testen wir halt Fluchstufe 3. Da kennen wir jetzt ja nichts, wa? Also jetzt dann Lootglück wäre super. Weil, wenn die Fähigkeiten so niedrig sind, wenn wir alle Bosse besiegt haben, können wir das mit diesem Overlord-Modus aber mal voll vergessen. Als erstes kriegen wir ja wieder nur eine Verstärkung und keine Fähigkeit. Ja, Gesundheit. Kritische Treffer. Ja, machen wir Crit ein bisschen. Das sind aber schon wieder nicht mehr Gegner, oder? Und wir sollten gucken, dass wir irgendwie, wenn wir es bekommen. Ach, ist doch scheiße. Wenn wir es bekommen, einen weiteren Sprint. Ah, guck mal, das ist gar nicht so schlecht, die Fähigkeit. Wenn wir die hochkriegen. Naja, wir haben ja jetzt ein paar mehr Elite-Gegner. Ich habe gar nicht dran gedacht. Aber damit müssen wir halt immer zielen. Das ist wieder so eine Sache. Gott, sind wir langsam. Ach nee. Kann ja nicht sein. Boah, da müssen wir gleich alle Fähigkeiten wieder austauschen. Ist doch Mist. So, was macht denn hier eigentlich Schaden? Der Schaden wird mit 1 multipliziert. Basierend auf der Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Also, umso schneller wir sind, was ja sowieso gut für uns wäre. Oh, hier eine von diesen neuen Fähigkeiten, die wir jetzt freigeschaltet haben. Triff den Boden mit einem kräftigen Schlag in Richtung, auf die du zielst. Oh, nehmen wir mal mit, wa?
Ist ja voll gelobt. Das Schlimme sind eigentlich ja nur die roten Flächen, in denen wir nicht drin stehen sollten. Oh, guck mal, alle in einer Reihe. Ist ja nett. Donnerschlag. Wilder Schlag, die ist auch neu. Schlägt Feinde vor dir und verursacht 375 Schaden und zusätzlich 20 Schaden pro herbeigerufener, von dir kontrollierte Einheit. Ah, okay. Das ist nur in Kombination mit Golem gut. Okay. Ja, jetzt kommen wieder keine Gegner oder was? Kann es ja wohl nicht sein. Ja. Brauchen wir erst einmal Magneten hier. Oh nee, ich muss mich echt woanders hinstellen. Das mit den Bäumen ist ja schlimm. Ich bleib immer in den Bäumen hängen. Da. Oh, guck mal, da kommt ein Boss. Ja, komm, stirb. Dort, ach nee, ja. Wir sind ja Stufe 3, es kommen zwei Bosse. Ich vergaß. Dafür machen wir aber echt viel zu wenig Schaden. Ja, hier, wir nehmen jetzt das hier. Splitterbombe, ja, braucht keine Sau. Ja, hätten die mal die Güte, tot umzufallen. Jetzt habe ich meinen Kettenblitz da hinten verballert. Wir sind viel zu langsam. Also nicht nur was die Bewegungsgeschwindigkeit angeht. Oh, jetzt kommt die Giftbombe, ne? War ja klar. Also Bewegungsgeschwindigkeit ist viel zu langsam. Und wir brauchen mehr Sprints. Wo nehmen wir das? Ah ja, jetzt kommt Schockwelle. Blitzschlag. Wo ist ein anderer Boss? Ach, die sind beide tot. Haben wir die Kristalle schon eingesammelt? Nein, haben wir nicht. Da ist der Kristall. So, Donnerschlag. Da. Also einen weiteren Sprint möchte er uns aber irgendwie nicht geben. Also wir müssen mal irgendwo hin, wo mehr Platz ist. Weil wir müssen so viel ausweichen. Hier links. Mal ein Schild, der nicht viel bringt. Ja, wir sollten mal schneller werden. Aber unsere Fähigkeiten
sind schon wieder so niedrig. Na gut, wir mussten jetzt auch ein paar Mal tauschen. Aber naja. Oh Gott, da sind die nächsten. Oh nee, ich hänge in dem Eisberg fest. Ist nicht wahr jetzt. Boah. Jo, wir brauchen... Ja, nehmen wir das da. Unbedingt. In die Nähe von Heilkristall. Da ist einer aufgetaucht. Na geil, der hat uns ja mal gar nicht geeilt. Oh nein. Wir stehen genau in den Lichtstrahlen von denen. Boah, was hat der denn hier gemacht, ey? Oh nee. Das ist schon wieder einer von den Vögeln. Boah, ey, ist doch nicht wahr hier. Alter, was? Ja, töte den doch einfach mal, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, unser Schaden reicht dafür mal gar nicht aus. Außerdem sind wir viel zu langsam. Ich glaube eher nicht, dass das irgendwie was wird. Oh ja, hör doch mal auf mit deinem Laserbeam hier. Wollen sie es aber wissen. Naja. Also einer von beiden ist tot, immerhin. Der andere auch. Nee, doch noch nicht. Ui, 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 ui. Oh. Ich habe keine Ahnung, ob wir die Kristalle eingesammelt haben oder nicht. Scheint ja aber so. Ne, einer wird noch angezeigt. Also Fluchstufe 3 ist schon mal eine Ansage. Sobald wir in den Overlord-Modus kommen, fallen wir tot um. Spätestens wenn der erste Boss auf. Okay, die ersten Bosse auftauchen. Da wir hier jetzt auch plus einen Boss haben jedes Mal, weiß ich gar nicht, ob wir dann gleich drei haben oder vier. Und was denn jetzt? Boah. Ist nicht deren Ernst. Jetzt sind schon die nächsten Bosse. Oh nee, das ist der. 9, 9. Ich muss da lang. Ganz dringend. Und ja, okay. Ja, also Stufe 3 ist vielleicht ein bisschen heftig. Boah. Der ist zu schnell. Mit seinem Beil. Nein, ich hänge schon wieder an dem Baum fest. Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh ja, jetzt voll reingelaufen bei der alten. Oh, ich weiß gar nicht, wer davon die Bosse sind. Oh, oh nee, jetzt. Wo ist weg hier? Alter Falter. Gut, Stufe 30. Stufe 3 Fluch. Ist heftig. Ja, aber wir haben 13 von diesen Sachen eingesammelt. Eieieiei. Das war heftig schwer.
Aber wie kriegt man hier jetzt doch mehr? Wir haben ja nur 5 Punkte, die wir einsetzen können. Weil hier haben wir ja alles gekauft. Ja, die müssen wir alle noch freischalten. Gut, also Fluchstufe 3, das wird nichts. Dafür sind wir noch zu schwach. Müssen wir wahrscheinlich erst hier noch... Oh, guck mal. Level up 8 Gesundheit. Ja, das hier geht noch nicht. Ja, Kristalle geben mehr. Ja, hm. Bei Leben Level up als erstes oder erst Flächenmodifikator. Wir sparen wohl erstmal auf den da. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann machen wir natürlich nicht Fluch 3, sondern nur Fluch 2. Oder ohne, weil es hat unser Level ja nun gar nicht höher gebracht. Dann probieren wir nächstes Mal einfach mal, nehmen wir mal die Karte hier, Flüsterne Grotte oder sowas. Und gucken uns einfach mal den Overlord-Modus an. Weil der muss ja zu schaffen sein. Wir haben ja jetzt 3 von den Runen. Aber das hier mit dem Slam, das bringt gar nichts. Das können wir eigentlich wieder entfernen. Und zwar, weil wir... Geht das entfernen? Oh, hier ist eine andere. Fähigkeit, Affinität, okay. Beim ersten Mal, wenn die angeboten werden, garantiert nur Fähigkeiten des Typ Slam. Das wäre ja besser, nur einmalig. Weil da kann diese Bebenkraft drin sein, die sehr gut ist. Aber hier könnten wir noch Feuer, aber Feuer benutzen wir mit dem nicht. Wir könnten das auch mit einer anderen Spielfigur dann probieren. Mit dem Arkan Weber vielleicht, aber der hat weniger Gesundheit, weniger Rüstung. Oder wir nehmen den hier, der hat mehr Rüstung und Gesundheit. Aber er zaubert sehr, sehr langsam. Was haben wir hier noch? Ja, der ist mausetot, sobald wir anfangen. Na, der hat auch nicht gerade viel mehr Gesundheit. Zauberbrecher. Ja, dann könnte man hier mit dem mal probieren. Aber hier haben wir wieder nur Arkan, Chaos, elektrisch. Ja, wir müssen das einfach mal mit jedem testen. Probieren wir es einmal mit dem hier im Overlord. Dann einmal mit dem Arkan. Und dann sehen wir ja, welcher der drei hier am besten war. Und wie wir das am besten machen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir Overlord wieder probieren. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken und abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.